Schön, dass du wieder mit dabei bist, hier zu einer weiteren Folge Project Hospital hier auf meinem Kanal. Die Intensivstation. Wir haben sie in der letzten Folge soweit eigentlich relativ gut fertig gebaut. Sie sind wesentlich ordentlich aus, wesentlich vernünftiger. Hier Notaufnahmen müssten wir auch nochmal vielleicht eine Reinigungskraft oder eine weitere Reinigungskraft einstellen. Ich glaube, das wäre nicht verkehrt hier. Notaufnahme. Aber den Abstellraum haben wir, glaube ich, hier gar nicht. Den haben wir irgendwo. Hier. Drei Putzkräfte. Die schaffen es nicht, obwohl es auch eine große Station in dem Sinne. Müssen wir schauen. Dann müssen wir vielleicht auf Nacht vielleicht nochmal einen weiteren einstellen. Müssen wir mal gucken. Aber wir müssen auch auf die Effizienz mal achten. Frühaufsteher. Ruhelevel sind langsamer, okay. Deprimiert. Den müssen wir entlassen, da müssen wir jemanden neuen einstellen für. Elternteil, nein. Frühaufsteher auch nein. Dann nehmen wir die hier. Danke. So, machen wir vielleicht hier einen separaten Korridor hin. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Dann könnten wir nämlich einer Putzkraft hier sagen, zum Beispiel, Moment, wo haben sie? Die hier macht. Weise diesem Hausmeister Räume direkt zu, die er säubern wird. Bitte einmal den Korridor. Den Empfang. Und den Korridor. Müssten wir eigentlich mal gucken. Was sie da macht. Achso, die geht nach Hause. Moment. Die geht nach Hause? Warum geht die jetzt nach Hause? Moment. Da müsste die doch eigentlich jetzt direkt wieder kommen, ne? Ah, da kommt sie. Und sie reinigt. Reinigt die Räume zuerst, auch vielleicht in der Reihenfolge. Okay, mal da, mal da, mal da. Das heißt, die läuft zu viel. Patient kollabiert. Deprimiert. Ja, das müssen wir direkt wieder ändern. Gut, dann tschüss. Deprimierte Leute können wir nicht gebrauchen. Nehmen wir dich hier. Daniel Hermes. Und der reinigt jetzt erstmal da. Nee, der geht wieder raus. Okay. Es geht dann nämlich, glaube ich, da zum Korridor und macht da wieder sauber, ne? Müsste der eigentlich.
Überwachter Patient kollabiert mal wieder. Patient gestorben. Wartet auf dem Bett im Leichenhaus? Ist das Leichenhaus voll? Nee. Aber gerade bekommt doch gerade Personal da. Wartet auf dem Bett im Leichenhaus. Sind doch Betten da? Aber muss der jetzt erstmal warten, bis das Personal hier drin sitzt wieder. Ja, okay. Na gut, dann ist das so. Dann haben wir hier die toten Patienten. Wie sieht es ansonsten intensiv aus? Zwei Betten haben wir noch frei. Gut, da wird jetzt dann auch wieder ein Bett frei durch den toten Patienten. Überwachter Patient kollabiert. Intensivstation wird voller. Patient gestorben. Die ist dreimal kollabiert. Beim dritten Mal ist sie gestorben. Na super. Na gut, dann können wir es nicht ändern. Dann ist das halt so. Und hoffentlich haben wir jetzt wesentlich bessere Chancen hier mit der Dings hier. Ich hoffe es. Intensivstation. Was wird jetzt gerade gemacht? Okay. Schutzverband. Energetiker. Ach, kriegt er alle Behandlungen hier, sehr gut. Dann gucken wir nach, ob wir hier sonst noch irgendwelche offenen Symptome haben. Ich hätte gerne hier noch die Untersuchung zuerst. Wartet auf das OP-Team. Warum denn? Patient kollabiert schon wieder. Na super. Boah, viele kollabierte Patienten momentan. Ist gar nicht mal so gut. Also, aber ansonsten. Die Intensivstation ist relativ dreckig hier momentan. Hier die innere. Da müssen wir gucken, echt, dass wir hier das Personal nochmal wesentlich besser schulen auch, ne? Wenn man macht hier sauber, mal geht er dann wieder 2 Meter weiter oder 5 Meter weiter, macht dann wieder sauber. Was macht er jetzt? Reinigt. Warum reinigst du nicht da weiter? Das genau das meine ich. Das hat keinen Hand und Fuß hier. Deprimiert, fliegt.
Den Horstjäger, den nehmen wir. Der hat nämlich keine offenen Perks. Effizient beeinflusst, wie gut die Hausmeister ihre Route durch die Räume planen. Beeinflusst die Geschwindigkeit beim Reinigen. Dann machen wir hier das. Genau. Dann geht ja nämlich zur Schulung. Nachteule arbeitet deutlich effizienter in der Nacht. Genau. Haben wir zwei in der Nacht, dann machst du bitte auch nochmal die Schulung auf Effizienz. Dass wir in die Richtung auch nochmal wesentlich besser werden, ne? In die Richtung müssen wir definitiv besser werden. Werden wir auch schaffen. Ich finde das Game immer noch so nice. Wie gesagt, das kriegen wir hier hin. Ja. Das sollte kein Problem sein. Jetzt hier aus, schnell, bewegt sich schnell, ne? Genau. Beeinflusst ihre Geschwindigkeit. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall die Ärzte auch nochmal dementsprechend schulen. Personalschulen, definitiv Personalschulen. Intensivmedizin. Gibt den Ärzten Zugang zu speziellen Diagnosemethoden auf der Intensivstation. Auch das müssen wir schulen. Dass wir da nochmal besser werden. Stück für Stück. So, die Räumlichkeiten können wir abreißen erstmal, oder die Wände, die brauchen wir hier nicht mehr erstmal. Ich weiß auch nicht jetzt, was wir da hatten oder was wir da geplant hatten. Vielleicht wisst ihr das ja noch. Wenn ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare, was wir da hatten oder was wir davor hatten. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. So. Patient in der Pathologie. Obduktion. Obduktion, bitte. Du kannst gleich mal auf Toilette gehen hier. Wäre vielleicht mal nicht schlecht. Jetzt los. Na, Mitarbeiter waren letzte Nacht betrunken. Wilde Feierlichkeiten am Nationalfeiertag sorgen für mehr verletzte Patienten. Ach, die Schande. Jeden Tag kommen 40% mehr verletzte Patienten an. Ach, die Schande. Okay. Genau, du kannst erstmal auf Toilette gehen, damit du deine Zufriedenheit dir behältst. Und ansonsten, ja, sieht es eigentlich doch jetzt relativ gut aus, finde ich. Mhm.
sieht relativ gut aus. Ich bin zufrieden. Von daher danke erstmal soweit fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder. Nächste Folge geht's weiter. Bis dann und tschüss.